Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lesen und Schreiben können ist ein wesentlicher Schlüssel zur Teilhabe am alltäglichen Leben. Und ich freue mich, dass wir Anfang September am Weltalphabetisierungstag die nationale Dekade für Alphabetisierung begrüßen durften. Der Bund übernimmt Verantwortung im Kampf gegen Analphabetismus in unserem Land. Damit steht das Thema ganz oben auf der bildungspolitischen Agenda. Da kann man klatschen, ja. Frau Ministerin Wanke hat gemeinsam mit unserer Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz Brunhild Kurt verkündet, dass in den kommenden 10 Jahren 180 Millionen Euro investiert werden, um Menschen zu helfen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Eine Menge zusätzliches Geld, damit kann man ordentlich was machen. Vielen herzlichen Dank. Das eigentliche Ziel unseres Antrags wäre damit fast erreicht, könnte man sagen. Ich sage, ein weiterer Schritt, es ist ein großer Schritt. Im Jahr 2008 wurden wir durch die Ergebnisse der Leo-Level-1-Studie wachgerüttelt. Seither wissen wir, dass 7,5 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter zwischen 16 und 65 Jahren in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben können, sogenannte funktionale Analphabeten. Diese Zahl klingt nicht nur erschreckend, sie ist auch gerade für ein Hochtechnologieland wie Deutschland nicht hinnehmbar. Dennoch sagen mir viele Menschen, mit denen ich über die Zahl spreche, sie kennen keinen Erwachsenen, der nicht lesen und schreiben kann. Statistisch gesehen hat aber jeder, Sie alle, mindestens einen Nachbarn in der direkten Nachbarschaft. Oft wissen Sie es nur nicht, den Betroffenen ist es unangenehm, sich zu bekennen. Und genau darin liegt das eigentliche Problem. Wie kommen wir mit unseren Angeboten an die Menschen ran? Mit dieser Debatte wollen wir auf das Problem aufmerksam machen. Wir wollen Barrieren abbauen und wir müssen das Umfeld, das soziale Umfeld sensibilisieren. Wir wissen, die meisten aller funktionalen Analphabeten sind Muttersprachler. Über die Hälfte der Menschen sind über 50 Jahre alt. 80% haben sogar einen Schulabschluss, wie auch immer sie das geschafft haben. Als Antwort auf diese Studie hatten wir bereits 2012 gemeinsam mit den Ländern ein Bündnis für Alphabetisierung vereinbart. Diese nationale Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener haben wir vom Bund aus mit 20 Millionen Euro unterstützt und gemeinsam mit zahlreichen Partnern viele Projekte in den Bundesländern durchgeführt. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich für das Engagement der verantwortlichen Partner, aber auch besonders bei den vielen ehrenamtlichen Helfern bedanken. Mit den sogenannten Alphabetisierungskursen haben wir ca. 500.000 Lerner erreicht. Das ist eine Menge, aber wir können und werden uns damit nicht zufrieden geben. Nach Abschluss dieser nationalen Strategie haben wir Bilanz gezogen und geschaut, welche Bildungsangebote gut funktionieren und wo es hilfreiche Multiplikatoren gibt. Besonders erfolgreich laufen die Maßnahmen am Arbeitsplatz. Die Betriebe entwickeln immer mehr Interesse an solchen Angeboten. Darüber hinaus fordern wir in unserem Antrag mehr Kompetenzen und Möglichkeiten für die Bundesagentur für Arbeit. Deren Mitarbeiter müssen sensibilisiert an die Bewerber herangehen. Mit der folgenden Dekade wollen wir erreichen, dass alle Initiativen, die erfolgreich waren, auch verstetigt werden und in die Breite getragen werden. Wir wollen erreichen, dass es zu den passenden Bildungsangeboten auch die nötige Infrastruktur gibt und sich länderübergreifend Synergieeffekte bilden. Aus diesem Grunde freue ich mich ganz besonders, dass sich das BMBF dazu bereit erklärt hat, auf unseren Vorschlag hin eine Monitoringstelle beim Bundesinstitut für berufliche Bildung einzurichten, welche die Projekte die nächsten 10 Jahre begleiten wird. Wir geben nicht nur Geld und lassen die Initiativen allein. Wir bieten Unterstützung vor Ort. Wir übernehmen Verantwortung und Koordination. Wir setzen hiermit ein klares Zeichen. Im Rahmen der Bildungsberichterstattung wird das Parlament auch regelmäßig über die Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Für die Betroffenen, aber auch für deren engste Vertraute, also das wissende Umfeld, bedarf es kurzer Wege. Und wir appellieren an die Länder, die Zahl der regionalen Grundbildungszentren und Koordinierungsstellen zu erhöhen. Nur so wird der Austausch zwischen Verbänden und Lernern
schnell und unkompliziert stattfinden. Digitale Angebote zur Fort- und Weiterbildung sind gefragt und werden künftig für die Betroffenen zur Verfügung stehen. Defizite gibt es nicht nur bei der Lesekompetenz. Selbstlernplattformen bieten einen guten, niederschwelligen Zugang zu den wichtigsten Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Mathematik und demokratischer Grundbildung. Auch im Bereich der beruflichen Bildung werden Konzepte der Grundbildung weiterentwickelt und umgesetzt. Selbstverständlich sollen diese Angebote auch Menschen zur Verfügung stehen, die derzeit zu uns kommen und ihnen Berührungspunkte mit unserer deutschen Sprache, der Verfassung und unserer Kultur ermöglichen. Die genauen Inhalte und Orte der Kurse, die im Rahmen der Dekade für Alphabetisierung stattfinden, nehmen die gesamte Familie in den Blick und sucht immer Alltagsbezug. So unterstützt das Projekt Abijami gezielt Frauen am Lernort Moschee, um die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade sind. Ich spreche von Kochkursen in Mehrgenerationenhäusern. Ich spreche von Kursen wie zum Beispiel Computer für Anfänger oder Kettensäge Plus, welche die Menschen bei der Arbeit abholt. Über den Deutschen Volkshochschulverband wollen wir gemeinsam mit den Ländern die Aus- und Fortbildung der Kursleitenden unterstützen und Standards dafür setzen. Dies gilt genauso für standardisierte Lehrpläne und optimierte Lehrmaterialien. Dann werden wir auch messbare Erfolge erzielen. Um ständige Wechsel beim Lehrpersonal zu vermeiden, fordern wir die Länder auf, die Kursleitenden angemessen zu honorieren und ihnen eine sichere Perspektive zu geben. Ebenso appellieren wir an die Länder, dass kein Kind und kein Jugendlicher von der Schule gehen darf, ohne richtig lesen und schreiben zu können. Ich hoffe darauf, dass sich die Länder nicht wieder in dem Maße, Herr Mutlu, aus der Finanzierung zurückziehen, in dem sich der Bund beteiligt. Die Dekade wird begleitet von weiterer Forschung über soziale und schulische Ursachen. Wir wissen zwar, dass viel Vorlesen kleinen Kindern beim Zugang zu Büchern und Lesen im Allgemeinen hilft. Allerdings brauchen wir mehr Kenntnis. Wieso gibt es Menschen, die einen Schulabschluss schaffen und nicht richtig lesen und schreiben können? Und wieso kann es immer noch Kinder und Jugendliche geben, die ihren Schwierigkeiten, bei denen niemand hilft, wenn man feststellt, dass dort Probleme sind? Wir müssen herausfinden, welche Rolle kommt dabei Eltern, Erziehern, Lehrern und Sozialarbeitern bei? Meine Damen und Herren, dieser Antrag richtet sich an alle in unserem Land. Es ist eine gemeinsame Aufgabe. Ich freue mich darüber, dass auch die Opposition angekündigt hat, nicht dagegen zu stimmen. Wäre schön, wenn Sie auch dazu stimmen. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Frau Schieder für die wunderbare Zusammenarbeit. Ich darf auch noch darauf hinweisen, dass der Antrag in leichter Sprache verfasst ist und damit auch vorliegt. Und 2018 wird es dann wieder eine Level-1-Studie geben und dann werden wir sehen, was wir erreicht haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, möchte ich Ihnen das Ergebnis der namentlichen